würde ich mal sagen, Lady Sino, Yamaha Banshee 350 Raw. Warten wir wegen dem Sound. Lass mal die Autos kurz wegfahren. Oh, also Rechtskurven kann ich überhaupt nicht fahren. Mir tut so das linke Knie schon weh. Hättest du nicht Angst, wenn du mal in so einen Drift reingehst und du dann so einen Schlenker kriegst und dann so, weiß nicht, so... Doch, da wo das Auto kam, dachte ich mir nur, jetzt werden die Reifen warm. Ja, nicht wenn du da gegen diese Leitplanke... Also die Drifts fühlen sich gut an, aber wenn man halt schnell fährt, geht das Ding automatisch schon in der Kurve in den Drift. Weil das so die Fliehkräfte so reindrückt. Also jetzt hoch zu, es geht wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil ich mehr Bremsweg habe. Lass es gleich unten drehen, ich wollte jetzt nur kurz die Autos da weglassen für die letzten Meter. We'll be right back.
wird gleich besser. Hochzug wird besser. Aber Rechtskurven sind echt übel. Da muss man so mit dem Bein drücken und mir tut so das Knie schon weh. Das macht keinen Unterschied, ob rechts oder links vom Bike her, oder? Doch, weil ich rechts das Gas habe. Links, so. Links kann ich ganz chillig hier ziehen und rechts hänge ich da so komisch. So. Und da muss ich eher drücken, da hat Rechtskurven und ich weiß nicht warum. Links fällt es mir voll leicht, neben der Sitzbank zu sein, aber rechts gar nicht, wegen der Bremse, weil ich da immer mit drauf stehe. Und meine Bremse im Vergleich zu der Simme, die kann ich so weit runterziehen. Aber, ja. So, fahren wir. Geil. Thank you.
ist so anstrengend. Ich fahre 5-1, jetzt mir reicht's. Digga, meine Arme, ich kann nicht mehr halten. Sollen wir mal kurz zurück? Jo, komm, Auto. Alter, ich muss kurz was trinken, Alter. Junge!